Huhu, ihr Lieben da draußen. Hier ist mal wieder die Andrea aus Andalusien von andreawirk.com. Heute ist Sonntag, heute habe ich ein Auswahlorakel für euch. Es ist jeder eingeladen, der mitmachen möchte. Es ist zeitlos, das Orakel, und man kann mitmachen, egal in welcher Situation man ist. Wenn du Bock hast auf das Thema, ne? Und das Thema heute ist die Energien. Ja, es geht nicht um die Energien jetzt, die dazu führen, dass es warm in der Bude wird, sondern, naja, vielleicht auch. Es geht um die Energien, die um dich herum schwirren gerade. Also was, in welchen Energien steckst du gerade, oder in welche Energien bist du in einer bestimmten Situation oder in deiner Lebensgeschichte? Es gibt ja unterschiedliche Energien, man steckt oft in der Energie drin, aber es ist dann trotzdem noch eine Energie da, die so ein bisschen göttlich ist, die einen vielleicht noch irgendwo hinbringen möchte und man sieht es nicht. Also das gucken wir uns einfach an. Welche Energien sind gerade da? Was kannst du damit machen sozusagen? Ne? Was kannst du damit anstellen sozusagen? Ja, und da habe ich heute sehr wunderschöne Decks, die alle so ein bisschen, ich würde mal sagen, auch energetisch sind, auf unterschiedlichste Art und Weise. Und da haben wir hier der erste Stapel ist das Fontaine Tarot, der zweite Stapel ist das Filed Tarot, der dritte ist das Senate of Journey Tarot. Und das ist ein Deck, was von männlichen Wesen gemacht wurde, und das sind Decks, die von weiblichen Wesen erstellt wurden, realisiert wurden. Das möchte ich auch nochmal dazu sagen, weil das hat dann auch nochmal eine unterschiedliche Qualität. Also man merkt schon die männliche Energie von einem Deck und auch die weibliche Energie. Oder wenn ein Deck von zwei unterschiedlichen Geschlechtern gemacht wurde, merkt man das auch, was ich eigentlich am besten finde. Genau. Ja, und wie immer, lange Rede, kurzer Sinn, mache ich Timesteps, also Zeitmarkierungen zu den einzelnen Stapeln. Das verlinke ich unten in der Textbox unter dem Video, genauso wie die verschiedenen Decks, die ich hier verwende, falls irgendeiner Interesse hat an einem Deck. Genau. Ja, ich denke, du hast jetzt lange genug ausgewählt, und wir schauen uns jetzt mal die Energie an, in der du drin steckst. Ja, und dann haben wir hier das wundervolle, was ich wirklich sehr, sehr toll finde, Fontaine Tarot. Und ich stehe auch irgendwie mehr auf die männlichen Decks, weil die weiblichen, das sind immer nur weibliche Figuren. Das muss ich jetzt mal sagen, bei den männlichen ist es nämlich gemischt. Und das finde ich irgendwie immer so ein bisschen ungerecht. Also, ich habe einen ziemlichen Gerechtigkeitssinn. Gut, fragen wir das Fontaine Tarot mal, was denn so los ist mit deinen Energien. Du kannst jetzt gar nichts reingeben in die Legung. Du kannst eine bestimmte Situation reingeben oder einfach in die Legung gehen und gucken, was es mit dir macht. Wir gucken uns jetzt auf alle Fälle mal die Energien an mit dem Fontaine Tarot in deinem Leben oder in deiner Situation oder wie auch immer. Wo steckst du gerade drin? Von welchen Energien wirst du gerade umschwirrt und in welchen Energien steckst du fest? Das kann natürlich auch sein. Manchmal steckt man auch in Energien fest und merkt es gar nicht oder möchte da raus und weiß nicht wie. Und das sagt uns jetzt diese Legung, hoffentlich. Gucken wir aber erstmal, jetzt haben wir hier schon wieder Karten, die fast so aussehen wie der Tisch, dass ich gar nicht den Unterschied sehe hier. Es ist heute ein bisschen düster hier. Wir haben gerade Wolken bekommen. Oh, wir haben ja den Chariot. Schwarz und weiß. Das finde ich sehr geil. Im Jetzt. Wir haben in der Vergangenheit die wunderschöne Welt. In deinem Feld nochmal extra ist der König der Münzen. Oh, das ist interessant. Hier unten haben wir die versteckte Energie, ist der Ritter der Kelche. Die Energie der Herausforderung, sage ich jetzt mal, ist die 5 der Kelche. Und wir haben den Tod. Der ist hier sehr, sehr schwierig zu erkennen als Weg. Das ist die Energie, die dir raushilft. Und die 9 der Stäbe.
die hier sehr schön dargestellt ist. Wir haben die Neun der Münzen und den König der Kelche. Das ist so die Energie, die gerade tatsächlich da ist. In der du stecken könntest. Und du steckst auch in dieser Energie scheinbar, weil wir haben ja auch in der Vergangenheit die Welt, was jetzt noch so in die Gegenwart geht. Also du hast eine Energie, deine Energie ist so, dass du eigentlich eine schöne Energie hast. Du stehst gut da auf der irdischen Ebene. Du stehst wirklich gut da auf der materiellen Ebene. Ist egal, ob das jetzt um den Job geht, um die Partnerschaft oder um dein gesamtes Leben. Du stehst gut da. Du hast dir was erschaffen, du stehst gut da und kannst es genießen. Das ist die Energie und du kannst mit dem König der Kelche eigentlich auch alles meistern, was so an dich rankommt. Ja? Und auch wenn es emotional ist, du kannst damit handeln. Ja, hier, er ist ja mitten in diesem Gefüge von Wellen. Also du kannst auch mit den Energien vielleicht sogar umgehen, die wir haben ja jetzt gerade besonders in den letzten Jahren und auch jetzt extrem in den letzten Monaten immer wieder von außen extreme Energien, die vom Universum kommen, ja, wo man immer wieder, ja, die Erde wird schneller, glaube ich, ja, genau, die Erde dreht sich schneller, beziehungsweise die dreht sich nicht schneller, sondern die Frequenzen sind höher und schneller von der Erde und die Energien im Weltall, auf der Erde, überall, die verändern sich und das muss man ja auch aushalten und das kannst du eigentlich. Du kannst damit umgehen, du kannst mit den Energien umgehen, die sich grundsätzlich im Kollektiv verändern oder auch im Universum. Du kannst eigentlich mit den Energien umgehen. Du stehst mit beiden Beinen fest auf der Erde, so würde ich es fast eher sagen. Du stehst mit beiden Beinen fest auf der Erde und kannst mit allem umgehen, was dich rüttelt und schüttelt an Energien. Sei es, dass es menschlicher Natur ist, also ne, oder universeller Natur oder kollektiver Natur. Du kannst es handeln. Und das sagt mir auch die Weltkarte. Aber hier ist auch noch eine Energie des Weitergehens. Und ich glaube, du darfst noch, also hier ist eine Verabschiedung, hier ist ein Ende. Du darfst vielleicht noch mal, du kannst vielleicht diese Energien handeln, aber du hast vielleicht noch nicht angefangen, diese Energien auch zu nutzen, die um dich herumschwirren. Sei es, dass es Energien sind von anderen Menschen oder von den Planeten oder vom Universum oder vom Kollektiv, weil die sind ja nicht immer nur negativ. Also, ne, oder man kann ja auch negative Energien nutzen, also negativ in Anführungsstrichen. Negativ und positiv ist auch eine Anschauungssache, ja. Das haben wir hier, nämlich schwarz und weiß. Weder schwarz ist schlecht, noch weiß ist schlecht, noch weiß ist gut, noch schwarz ist gut. Das ist alles eine neutrale Geschichte, ja. Und du kannst eigentlich mit den Energien, die da so rumschwirren um dich, kannst du arbeiten. Und kannst, was heißt arbeiten? Kannst damit jonglieren, kannst damit wirken. Und das macht hier der Ritter der Kelche. Ja, der sitzt hier auch in dem Wasser und er balanciert hier den Kelch auf dem Kopf. Ja, du kannst noch mehr rausholen, als nur mit den Energien umzugehen. Du kannst mit den Energien spielen. Das sagt mir so die Legung. Also das ist nochmal so ein Shift eigentlich. Du kannst jetzt nochmal eine Ebene weitergehen. Du hast es geschafft, die ganze Zeit das alles auszuhalten, was um dich herum an Energien rumschwirrt und hast gelernt, mit den Energien zu leben und darunter nicht groß zu leiden. Hast gelernt, damit umzugehen und jetzt kannst du noch mal einen Schritt weiter gehen und mit den Energien spielen. Und wenn du anfängst, mit den Energien zu spielen, dann bist du dein Schöpfer, dann kannst du dir dein Leben kreieren. Wenn du anfängst, mit den Energien zu spielen, also nicht bösartig, also nicht irgendwie, dass du andere verletzt oder so, sondern dass du einfach das nutzt, was da ist und damit spielst. Du kannst ja auch für andere was tun. Du musst ja nicht nur für dich jetzt was tun, ja, mit den Energien. Also wenn du mit denen spielst, dann kannst du kreieren. Und das ist die Legung eigentlich. Ich brauche gar nicht auf jede einzelne Karte eingehen. Das ist sehr deutlich.
Du hast nämlich hier im Feld mit dem König der Münzen eine Energie, die sagt, du kannst jetzt alles in die irdische Welt bringen. Und was in die irdische Welt zu bringen ist, was zu materialisieren. Und was zu materialisieren bedeutet, dass man kreiert. Nämlich von dem, was hier so überall rumschwirrt, nimmt man sich, guckt sich an, das kann ich damit kreieren, bumm, dann ist es da. Du kannst einen Schritt weiter gehen jetzt oder sogar zwei Schritte. Das ist hier auch der Weg mit dem Tod. Und ich finde es sehr spannend. Der Tod ist schwarz-weiß und der Wagen ist schwarz-weiß. Und beide haben ein Pferd auf dem Bild. Ja. Und es gilt jetzt, eine neue Richtung einzuschlagen, nämlich raus aus der Dualität ein Stück weit. Wo ich eben auch schon gesagt habe, es gibt kein richtig und falsch und es gibt wie heißt das, positiv und negativ. Es gibt eigentlich nur die Neutralität und die Vereinigung von Gegensätzen. Aber es gibt nicht, also natürlich gibt es noch die Dualität und auch die Polarität, aber diese Bewertung, die dahinter steckt, daraus kannst du jetzt rausgehen. Und das fällt dir aber noch ein bisschen schwer. Das ist auch verständlich, das ist ein ganz schwieriger Weg, aber da bist du jetzt dran. Du bist genau an dieser Schwelle zum Creator zu werden, sage ich mal, zum Magier, der ist jetzt hier gar nicht, liegt hier gar nicht an, und ja, eigentlich auch zur Hohepriesterin. Die ist für mich diejenige, die mit den Gegensätzen spielt, die mit den Gegensätzen, die sie nicht bewertet, sondern die sie einfach nimmt und guckt, was passiert. Oder auch die Temperance, ja. Und da darfst du jetzt hinkommen. Also aus der Bewertung raus und einfach zu gucken, was passiert. Was passiert, wenn ich mir was vorstelle oder wenn ich mir eine Energie schöpfe und damit spiele und versuche, sie zu materialisieren. Also hier geht es ums Ausprobieren, hier geht es ums Spielen. Das macht ja letztendlich auch der Ritter der Kelche. Und du hast die Basis, das jetzt zu tun, weil du kannst mit den Energien umgehen. Und das ist der erste Schritt. Und der zweite ist, mit den Energien zu spielen und zum Erschaffer zu werden und zum, wie soll ich sagen, zum Mittler zwischen den unterschiedlichen Polen. Und rauszugehen aus der Bewertung auch. Ja, das ist echt interessant. Okay, wenn das jetzt zu spirituell ist, dann gibt es vielleicht auch noch die Möglichkeit, dass du, ja, aber du kannst es ja auch in den Alltag bringen. Du kannst es ja auch in eine Situation bringen, das, was ich gesagt habe, ne? Das muss ja nicht das Große sein, das kann ja auch im Kleinen gelebt werden, dass du eben auf eine neue Schwelle gehst, was Altes verabschieden darfst, dass ein altes Stück Ich, sage ich mal, darfst du verabschieden in einer Situation, um dann eben mit der Situation auch zu spielen und mit den Energien, die hinter der Situation stecken, weil du bist bereit dafür jetzt. Wow, du bist jetzt sozusagen ein Magier oder eine Temperance. Vielleicht auch eine Hohepriesterin, wer weiß. Es ist sehr spannend. Okay. Was haben wir denn jetzt hier? 11 Minuten. Ich habe so Lust, heute auch dieses Pastoraltarot zu verwenden. Einfach mal so ein bisschen als Orakelkarte, weil das auch sehr energetisch ist, finde ich, aber auf eine sehr irdische Art und Weise. Und das passt jetzt zwar vielleicht gar nicht so ins Thema oder so in die Energie, aber ich habe so das Bedürfnis, das Tarot jetzt zu verwenden und gucken, was jetzt hier noch für eine Karte kommt. Den Ritter der Schwerter, das ist spannend, weil der ist einer, der sehr, er hat hier auch so eine Sichel in der Hand, der geht über Leichen, der will, also er ist ungestüm. Also es ist jetzt wichtig, dass du die Eingebungen, die du hast, und achte sehr auf deine Eingebungen, das ist auch ganz wichtig. Die Eingebungen, die du hast, ist jetzt ganz, ganz wichtig, dass du die neutral anschaust und nicht Hals über Kopf dann in eine Situation gehst, weil du denkst, du hast jetzt eine Eingebung, bumm, ich will da jetzt hin, sondern dass du schon nach vorne gehst mit dem, was du tust. Aber wenn da was ist, wenn du eine Eingebung hast, eine Idee oder irgendwas,
dass du nicht nach vorne prescht, ohne nachzudenken, sondern dass du das erstmal wirken lässt und guckst, hier ist der Weg und da gehe ich jetzt hin. Also sich erstmal fokussieren, nicht lospreschen. Also er hat halt eine negative Seite und eine positive, er prescht los, ohne dass er drüber nachdenkt. Aber wenn man ihn, negativ habe ich jetzt auch gesagt, wenn man ihn konstruktiv nutzt, diese Energie vom Ritter der Schwerter, dann ist er einer, der hat Eingebungen und der möchte die umsetzen. Aber er guckt genau hin, wo kann ich sie umsetzen? Kann ich sie überhaupt umsetzen? Wie mache ich das? Und dann geht er los. Und dann ist er auch schnell. Ja, aber er ist nicht kopflos. Das sagt die Karte. Also sei nicht kopflos, sondern guck genau hin, fokussier dich, guck genau hin und geh dann in die Umsetzung und dann kannst du meinetwegen auch schnell gehen. Also das ist dann wurscht. So, jetzt haben wir hier noch die Epiphany Soul Oracle Cards von der Marion und der, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt, Daniela, glaube ich. Und fragen wir die auch mal, die sind nämlich auch sehr energetisch. Die sind jetzt nur leider ganz kalt, die lagen nämlich oben im Fach. Lassen sich gar nicht mischen. Ich werde mal so eine ziehen. Ach, ich nehme gerade die oberste. Die oberste nehmen wir und wir nehmen die unterste. Genau. So. Wir haben Abgrenzung und Liebe. Wow, das sind zwei sehr schöne Karten. Also es ist wichtig, dass du dich natürlich abgrenzt, wenn du mit Energien zu tun hast. Und das kannst du mittlerweile ja auch. Hier mit dem König der Kelche, der weiß genau, mit den Energien umzugehen. Der weiß, wann er sich hinzugeben hat und der weiß, wann er sich abgrenzen muss. Ja, da kannst du aber vielleicht auch noch mal hinschauen. Und die Liebe ist auch wichtig. Und das ist eigentlich auch der König der Kelche. Also das ist so die Energie der König der Kelche. Es ist wichtig, in die Liebe zu gehen, in die Energie der Liebe. Und dann wird auch alles fließen und dann bist du auch eigentlich automatisch abgegrenzt, weil in dem Moment, wo man in der Liebe ist, kann dir gar nichts passieren. Und das ist letztendlich hier auch die Neun der Stäbe. Ja, du bist, da grenzt man sich ja eigentlich noch so ein bisschen ab bei der Neun der Stäbe, ne? Aber du brauchst jetzt nur noch diesen einen Schritt zu tun und dann bist du auf dem Gipfel und dann brauchst du dich auch nicht mehr abgrenzen. Und dann passiert das nämlich von selbst, in dem Moment, wo du in der Liebe bist. Und aus der Liebe heraus handelst, ohne zu bewerten, ohne Dinge in eine Box zu stecken, sondern in der du wirklich einfach mit dem Leben spielst und mit den Energien und mit den Polaritäten auch, ja, und der Dualität. Das ist hier so ein kleiner Shift, würde ich sagen. Das ist ein Shift, beziehungsweise auch eine kleine Initiation oder eben eine Transformation hier mit dem Tod. Ja, eine sehr schöne Legung, finde ich. Kannst gerne, ja, spür hinein, ob du hier irgendwas rausnehmen kannst, ob du spürst, ja, das könnte ich sein, in einer Situation oder komplett in meinem Leben. Und wenn das nicht so ist, leg die Legung weg, es ist eine allgemeine Legung, die kann ich auf jeden zutreffen. Wenn du noch eine Frage hast oder eine private Lesung von mir haben möchtest, darfst du mich gerne anschreiben. AndreaWirk.com ist meine Webseite, da ist meine Telefonnummer, da findest du meine ganzen Messenger-Apps, WhatsApp, Telegram, Signal, Streamer und du darfst mich über eine von diesen dann anschreiben. Ja, ich danke dir fürs Mitmachen und ich wünsche dir alles, alles, alles Liebe. Tschüss. Ihr Lieben, vom zweiten Stapel, das ist jetzt das Field Tarot oder Field Tarot, ich weiß immer nicht, wie man es ausspricht. Fragen wir das mal, was es uns zu sagen hat bezüglich der Energien, die gerade um dich herum fleuchen und oder in denen du gerade drin steckst und nicht rauskommst, kann auch sein. Das kann jetzt eine Situation sein, die du reingibst oder du kannst natürlich auch frei in die Legung gehen, gucken, was es mit dir macht oder deine gesamte Lebensgeschichte mit reinbringen, geht auch. Kannst jetzt machen, was du willst. Wichtig ist, dass du genau hinspürst, ob das dann auch deine Energie ist und dass, ob du hier mit in Resonanz gehst. Wenn ja, dann ist das schön. Wenn nein, leg die Legung weg. Es ist eine allgemeine Legung. Die kann ich auf jeden zutreffen. So, jetzt sieht man auch wieder nicht, wie die Karten liegen, weil das auch wieder so hell ist hier das Deck. Und ich hier ist es gerade so dunkel und ich kann in der Kamera nicht sehen, ob das jetzt hier richtig liegt.
Ich glaube, warte mal, wir können noch ein Stück runter. Ich weiß es nicht. Okay, gucken wir mal, was los ist. Wir haben hier den Emperor, den Herrscher. Wow. Jetzt. Wir haben hier die 9 der Münzen. Wow, in der Vergangenheit. Ähnlich wie in der ersten Legung. Naja, der Herrscher ist anders. Der Eremit in deinem Feld. Die 8 der Stäbe. Der Herausforderung, die 2 der Kelche. Die Prinzessin der Stäbe als Weg und als Ergebnis die 3 der Schwerter. Was haben wir denn für Energien im Moment? Wir haben die Sonne und wir haben. Oh, du bist gerade in der Energie der ganz vielen Möglichkeiten, Baby. Bei dir ist eine Energie als Rahmen, die ganz viele Möglichkeiten bietet, wo du in deine Kraft kommen kannst, wo du Erfolg haben kannst, wo du in dein Selbst kommen kannst, dein Selbst ausdrücken kannst, vielleicht auch in deine, wie heißt denn das, Authentizität, ja? Da ist Bewegung, da ist ganz viel Bewegung. Und die Energie, in der du jetzt auch gerade drin bist, also das ist hier die Vergangenheit, die ja noch in die Gegenwart so rüber schwappt, stehst du auch fest mit beiden Beinen auf dem Boden. Ja, also du bist auch gerade von der Energie her gefestigt. Und das möchte auch nach außen gebracht werden, dieses Gefestigtsein, da ist irgendwas in deinem Feld, in deinem Energiefeld, was bewegt, was dich bewegt, was neue Projekte vielleicht in Gang bringen kann, was dein Selbst, wo du dein Selbst ausdrücken kannst. Das können jetzt alle möglichen Bereiche sein. Das kann der Beruf sein, die Berufung. Das kann ein ganz neuer Lebensstil sein. Das kann privat irgendwas sein, Partnerschaft vielleicht auch. Es kann alles Mögliche sein. Da ist ganz viel Bewegung da und ganz viel Kraft und Energie eigentlich auch, also konstruktive Energie, wo jetzt was umgesetzt werden möchte. Und du stehst auch gut da. Und du kannst es auch managen hier mit dem Herrscher. Dazu ist es aber notwendig, dass du das auch weißt, dass du gut dastehst und dass du auch weißt, das ist mein Energiefeld, das ist meine Energie, das ist mein Terrain, sowohl auf der irdischen Ebene als auch auf der energetischen Ebene. Das sind meine Fähigkeiten und ich fokussiere mich jetzt eben darauf, die Möglichkeiten zu schnappen und mein Leben neu zu gestalten oder die Situation neu zu gestalten, ja. Das ist die Energie und die ist sehr kraftvoll. Und in deinem energetischen Feld ist der Eremit, der mir sagt, dass jetzt auch der Zeitpunkt ist, wo du wirklich auch dein wahres Sein nach außen bringen kannst und dich zeigen kannst, also in deiner Ganzheit. Weil du bist kraftvoll, du bist auch hier eigentlich noch mehr als in der ersten Legung, du bist absolut bereit. Du bist bereit, das zu starten, was hier jetzt im Ener was bei dir was sich bei dir in deinem Energiefeld zeigt, in deiner Situation, was dich weiterbringt, was dich in dein Sa Selbst ja was dich in dein was dein Selbst ausdrückt, wie auch immer. Hier unten haben wir aber noch die 8 der Schwerter. Da ist noch eine Energie, die etwas destruktiv ist, weil die jetzt so sagt, also du traust dich noch nicht. Du hast noch Glaubensmuster und diese Energie zieht dich immer wieder runter. Ja, wir haben das ja auch hier unten. Die zieht dich runter. Die lässt dich nicht in deine wahre Kraft kommen und der Herrscher von deinem Terrain und deinem Energiefeld sein, sage ich jetzt mal. Ja. Also da darfst du vielleicht noch hingucken, was für eine Energie dich runterzieht. Ist es eine Energie, die du selber produzierst, aufgrund von Glaubensmustern oder was auch immer? Oder ist das eine Energie, die von außen kommt, weil dir von außen irgendwas aufgedrückt wird? Das kann natürlich auch sein, das zieht dich runter. Es gibt Menschen, die haben einfach eine andere Energie. Das muss noch nicht mal eine böse Energie sein, die haben eine andere Energie. Und wenn die dann auf einen treffen, dann ziehen die einen runter, weil man eigentlich
mit dieser Energie gar nicht will oder gar nicht kann. Man will ja in seiner eigenen Energie bleiben. Und man möchte eigentlich mit Menschen zu tun haben, die eben so ähnlich sind mit ihrer Energie wie die eigene. Und sowas könnte das eben auch sein, dass da ein Mensch ist, der hat eine andere Energie und der zieht dich runter. Und du merkst es gar nicht. Oder beides, dass das zum einen eine Energie ist, die dich runterzieht. Es kann auch eine Energie sein von der Situation, so dass du zum Beispiel eine Arbeit machst, die dir gar nicht gefällt, oder dass du irgendwas machst, was dir gar nicht wohltut. Kann auch sein, ja. Also es muss nicht ein Mensch sein. Es ist eine Energie, die dich runterzieht auf alle Fälle und die dich einengt. Und ja, die Herausforderung ist jetzt eigentlich, liebevoll zu sich selbst zu sein und sich zu erkennen, sich selbst zu erkennen. Vielleicht brauchst du da einen anderen Menschen zu, vielleicht kommt da auch ein anderer Mensch auf dich zu, der dich dazu bringt, dass du dich erkennst. Manche Menschen brauchen einen Gegenüber, um sich selbst zu erkennen. Ja, das kann sein. Es gibt aber auch Menschen, so wie ich, die schaffen das meistens auch entweder, ja, natürlich auch schon mit Gegenüber, aber nicht so extrem. Also die schaffen das auch alleine. Da ist ja jeder anders gestrickt. Aber hier geht es darum, um die Herausforderung, die Energie ist jetzt da, dass du dich erkennen darfst, dass du deinen Wert erkennen darfst und auch die Liebe, die in dir ist. Und dass du dich auch eben wertschätzen und lieben darfst und dich mit dir selbst vereinen darfst, weil man ist ja oft auch gespalten, ja. Man ist in verschiedene Menschsein-Geschichten gesplittert, ja. Und dann gibt es ja auch noch die Seele und dann gibt es noch das Energetische und dann gibt es noch das Psychische und ach, ich weiß nicht was. Ja, das sind ja lauter Puzzleteile. Und du darfst das jetzt alles vereinen, weil du bist groß. Hier, du bist groß, du bist die Sonne. Und das ist der Weg, sich das jetzt auch zu trauen. Da hast du auch freie Bahn, die Energie ist dafür da, dass du das jetzt machen kannst. Du kannst dich selbst, deine Essenz nach außen bringen und dann neue Wege gehen. Und hier steht Exploration. Die Prinzessin der Stäbe ist auch eine, die macht das gerne. Die ist neugierig, die will die Welt entdecken, die will sich erweitern, die will sich entwickeln. Sie will lernen und sie hat den Mut. Und hier geht es natürlich auch um den Mut. Ja, erstmal sich selbst zu erkennen, hier in seiner ganzen Größe. Du bist der Herrscher. Du bist dein Herrscher. Du bist der Herrscher von deinem Territorium. Und dein Territorium ist alles. Das sind deine Fähigkeiten, das ist dein Sein, das ist dein energetisches Feld. Das ist, ich weiß nicht was alles, das ist einfach alles. Und das darfst du erkennen und neue Wege gehen. Und dann kannst du auch rausgehen aus dem, ja, vielleicht bist du gerade auch in einem Schmerz, ich weiß es nicht. Du hast auf alle Fälle auch schmerzhafte Energie hier oder Energie, die dich davon abhält, diesen Weg zu gehen. Und da kannst du dann rauskommen. Die drei der Schwerter ist in der Regel, hier steht Sorrow, also Schmerz. Eigentlich für mich eine Karte, deswegen mag ich das eigentlich gar nicht mit dem durchgebohrten Herz, weil die drei ist für mich eine konstruktive Zahl. Da wird man behindert im Endeffekt, das zu leben, was jetzt vom Geist her gelebt werden möchte. Der wahre Geist kann nicht in Erscheinung treten. Da geht es eigentlich mehr um den Geist als um das Herz, ja. Aber der wahre Geist ist ja auch mit dem Herzen verbunden. Und das kannst du dann leben. Du kannst dann deinen wahren Geist, deine wahre Essenz, kannst du dann leben, wenn du diesen Zyklus durchläufst. Das ist auch hier so ein bisschen eine Initiation, aber eine zu, dass du dich selber erkennst. Hier geht es um die Selbsterkennung. Du hast jetzt die Energie, ist bereit da, ist da für dich, dass du dich selbst erkennst und auch im Irdischen das, was du bist, energetisch und irdisch, dass du das vereinst und in die irdische Welt mit dem Herrscher bringst, sozusagen, ja. Weil man ist ja alles, man ist ja nicht nur das Menschsein. Und wenn du das geschafft hast, dann strahlst du wie die Sonne. Dann bist du die Sonne. Dann kannst du überall hingehen und du strahlst und du bringst Heilung direkt
mit dem, was du bist, bringst du direkt auch Heilung in die Welt, ohne dass du großartig was machen brauchst. Weil du bist, weil du dann bist, weil du bist du. Du bist die Essenz, verbunden mit deinem Menschsein, sag ich jetzt mal. Aber ja, vielleicht ist das auch diese Karte, das Menschsein und das Seelensein zu verbinden und die Essenz zu verbinden. Und dann ist man ganz. Das ist ja ein Stück weit auch der Hermit, der eben seine Essenz nach außen leuchtet. Ja, das kannst du jetzt natürlich in eine kleine Situation bringen. Das muss jetzt nicht so ein großes Ding sein, wie ich es jetzt hier erläutert habe. Kannst du auch einfach in eine Situation reinbringen, vielleicht auch in eine partnerschaftliche Situation. Du kannst damit jetzt machen, was du willst, aber das ist die Energie, ja. Und lass dich nicht runterziehen von einer anderen Energie, sondern bleib in deiner Energie, das ist ganz wichtig, weil so entsteht nämlich der Schmerz. Ja, und ja, so, was legen wir, ach, ich hatte hier noch eine Karte, die hatte ich noch zusätzlich gezogen, das ist der Prinz, der Kelche, auch hier geht es um die Introspektion. Ja, ich glaube, es geht wirklich darum, dein wahres Sein zu erkennen, letztendlich, ja. Ich lege die mal hier hin. Und dazu gilt es natürlich, seinen Geist zu reinigen. Sein Kopfkino abzustellen, sein Gefühlskino, sein, ich weiß nicht, was man sonst noch für Kinos hat. Und hier will ich jetzt auch das wundervolle Pastoraltarot legen. Ich finde das so geil und ich habe das heute aber, ich hatte das auch zur Auswahl, aber irgendwie habe ich gedacht, passen besser die Decks, die ich jetzt ausgesucht habe. Und wir wollen das mal fragen, ob es noch einen Input gibt. Die zwei der Stäbe, wow, das ist auch eine schöne Karte. Guck mal, sie ist hier in ihrem Lavendelfeld, hat zwei Lavendel in der Hand und die steht gut da in ihrem Terrain. Das ist nämlich dieses Terrain, von dem ich geredet habe, ja. Sie spürt ihr Terrain, sie weiß, wo sie steht, sie weiß ihr Gebiet, sie kennt ihr Energiefeld, sie kennt sich. Und sie hat Visionen und sie möchte das nach außen bringen. Und vielleicht ist eben diese Vision du selbst, ne, deine Essenz. Und sie steht fest da und kann jetzt planen und das nach außen bringen, was nach außen gebracht werden darf. Aber erst dann, wenn man sich in der Ganzheit auch spürt. Innerhalb von der Situation oder von deinem Leben, ja? Okay, dann werden wir hier auch die Karten von der Marion und der Daniela heißt sie, ziehen. Die kleben heute irgendwie, weil es so kalt war und ich habe die gerade aus dem Schrank geholt. So, was möchten denn jetzt die Karten uns noch sagen? Ich will aber nur eine. Ich nehme die oberste. Also Leute, wenn das jetzt ein bisschen komisch aussieht, wie ich hier mische, das liegt echt daran, dass die eingefroren sind, so ein Stück weit. Ja, die oberste nehmen wir noch. Erwachen. Erwachen. Passt gut von den Farben hier zu den acht der Stäbe. Hingabe und Hindernisblockade. Ja, du bist noch blockiert. Also hier geht es tatsächlich auch ein Stück weit, wenn es jetzt um den gesamten Lebensweg geht, geht es ums Erwachen, ums Aufwachen, um dass man eben erkennt, dass man nicht nur Materie ist, sondern eben auch energetisch und geistig und was weiß ich, die Seele noch. Und dass man alles vereint. Und wenn man das vereint hat, kann man das Leben ganz anders gestalten. Ne? Das ist auch dieser Eremit hier zum Beispiel. Und das ist das Erwachen. Wenn man verstanden hat, wer man ist. Und dass man nicht nur Materie ist. Und wie gesagt, du bist nicht nur Herrscher von deinem materiellen Gebiet, sondern du bist auch Herrscher von deinem energetischen Gebiet und Herrscher von deiner Essenz und Herrscher von deiner Seele. Und wenn du das begriffen hast, dann kannst du leuchten. Und es kommen jetzt aber die Möglichkeiten rein, die sind da, es kommt Bewegung rein, dass du eben in diesen Prozess kommst, wenn du da noch nicht schon drin bist oder durch bist, das kann natürlich auch sein. Und die Hingabe ist auch wichtig, ne? Sich dem Leben dann, weil dann kannst du dich dem Leben hingeben und das macht letztendlich in dem Deck für mich zumindest der Bube, der Ritter, der Kelche, der gibt sich ja auch ein Stück weit dem Leben hin und zeigt aber auch seine Liebe und ist im Flow.
Also hier kann was Großes entstehen. Ne? Es ist ein Erwachen. Ein kleines Erwachen, entweder in einer Situation oder das große Erwachen innerhalb von deinem ganzen Leben. Das darfst du jetzt selber entscheiden. Und du solltest diese Hindernisse und Blockaden, die hier sind, unbedingt anschauen. Und hier geht es um Energien. Hier geht es um eine Fremdenergie oder um deine eigene Energie, die noch in dir ist, aus alten Glaubensmustern. Und hier geht es mehr um die geistige Energie, also um deinen Geist. Ja. Okay, das ist die Legung. Vielleicht kannst du ja was mitnehmen. Vielleicht merkst du auch, das könnte ich sein. Dann freue ich mich natürlich. Wenn es nicht so ist, also wenn du merkst, das ist jetzt überhaupt nicht meins, dann leg die Legung weg. Es ist eine allgemeine Legung, die kann nicht auf jeden zutreffen. Wenn du noch eine Frage hast oder eine private Lesung von mir haben möchtest, darfst du mich natürlich gerne anschreiben. AndreaWirk.com ist meine Webseite. Da findest du meine Telefonnummer und meine ganzen Messenger-Apps, WhatsApp, Telegram, Signal, Threema, und du darfst mich über eine von diesen anschreiben. Ich danke dir fürs Mitmachen und ich wünsche dir alles Liebe. Und ja, hier, Babe, es ist was drin. Tschüss. So, ihr Lieben, vom dritten Stapel. Das ist jetzt das Send It Out Journey Tarot und fragen wir das mal, ja, was es uns denn zu sagen hat bezüglich der Energien in deinem Leben, in einer Situation, die du reinbringst. Du kannst jetzt frei in die Legung gehen, kannst aber auch eine Situation reinbringen. Gucke einfach, was die Legung mit dir macht. Ja. Und wir gucken jetzt, in welcher Energie du steckst, beziehungsweise welche Energie um dich rumfleucht. Und du solltest natürlich genau hineinspüren, ob das dann auch deine Legung ist. Und wenn du merkst, es ist nicht deine Legung, dann leg sie bitte weg, weil es ist eine allgemeine Legung. Die kann ich auf jeden zutreffen. Genau. Und ich habe hier irgendwie ein Thema mit den Karten gerade. Ich bin da ein bisschen verpeilt hier im Moment. Und ja, die machen es spannend hier, die Karten. Die machen es spannend. So, mal gucken. Jetzt kann man jetzt besser sehen, ob es passt. Ich muss hier noch ein Stück runter. Okay. So, gucken wir mal, was hier los ist. Wir haben hier die 10 der Pentakel. Wow, im Jetzt. Die 6 der Kelche. Oh. Den König der Pentakel. Die 6 der Schwerter. Die 9 der Schwerter hier oben. In der Herausforderung. Der Mond als Weg und die Sonne als Ergebnis. Das ist interessant, Sonne und Mond. Links und rechts der Gehängte und die 5 der Schwerter. Also, du glaubst, du bist gerade in so einer Energie, wo du von den Energien her so geführt wirst, dass gerade nichts läuft in deinem Leben oder dass du immer wieder festhängst und immer wieder konfrontiert wirst mit irgendwelchen Geschichten. Entweder sind es Diskussionen oder vielleicht wirst du immer wieder blockiert in dem, was du gerne tun möchtest. Das habe ich auch öfter, ne? Ich krieg ständig irgendwelche Ansagen vom Universum. Hier, guck da nochmal hin, guck hier nochmal hin und mach jetzt nicht das, so ungefähr, ne? Und dann kriegt man immer irgendwas vorgeknallt, was man dann erstmal, was vielleicht gar nichts mit der Situation zu tun hat, aber was man dann erstmal regeln darf, damit man abgelenkt ist und sich nicht mehr um irgendwelche anderen Sachen kümmert, die nicht die richtigen sind für den Weg. Ne? Und sowas ist das hier. Du hängst hier, die Energie ist so, dass du immer wieder in Stocken gerätst in dem, was du tust. Durch äußere Konflikte oder durch innere Konflikte oder dadurch, dass dir Steine in den Weg gelegt werden. Und du merkst aber, du weißt aber nicht, warum. Ja, ich habe gerade so einen Fall. Ich habe gerade eine Freundin, der geht das gerade so.
Und da hängt es aber eine Energie gleichzeitig, dass man eben festhängt, damit man nochmal genauer hinguckt. Und das ist ja auch der Weg, nochmal ins Unterbewusstsein gehen, nochmal genauer hinzugucken, was sehe ich gerade nicht richtig, was sehe ich nicht. Und wenn du das nicht siehst und nicht weißt, dann lass dich dahin führen. Ist auch nochmal ganz wichtig. Manchmal sieht man es nicht sofort. Weil du stehst gerade anscheinend schon sehr fest mit beiden Beinen in der irdischen Welt. Vielleicht sogar zu fest. Weil es gibt eben auch noch wie heißt denn das? Level, nee, Levels nicht, andere Geschichten in deinem Leben. Also nicht nur die materielle Ebene, ich weiß gerade nicht das Wort, sondern auch die Seelenebene, die energetische Ebene, die weiß ich nicht, was für eine Ebene, ja. Und du bist gerade sehr verankert in deinem Materiellen, was auch gut ist. Fühlst dich wohl, alles ist gut. Aber es klopft hier von unten und von der Seite, von der Vergangenheit, klopft immer wieder die Seele an. Die Seele klopft an. Und hier unten klopft eigentlich an, hier erweitere mal noch ein bisschen mehr dein Bewusstsein. Guck nochmal irgendwie weiter. Geh nochmal neue Wege. Bleib hier nicht hängen in dem, wo du gerade bist, sondern beweg dich. Es ist schön, das zu genießen, was man sich irdisch erschaffen hat, aber das Leben ist Veränderung und du hängst gerade in deinem materiellen Ding fest und vielleicht eben auch im Glauben, im Glaubensmuster kann natürlich auch sein, zusätzlich noch, und bewegst dich nicht. Ich meine, es ist schön, man sollte das auch genießen, was man sich erschaffen hat, aber man sollte sich trotzdem bewegen. Und auch in deinem Feld ist diese Energie des Nichtbewegens mit dem König der Pentakel. Und er hält hier ja auch sehr deutlich sein Stück Besitz fest. Ne? Also die Energie ist so, dass du dir was erschaffen hast und das ist wunderbar, du sollst es genießen, aber du sollst nicht dran festhalten. Das ist nicht das Nonplusultra. Die Materie ist nicht alles. Es gibt noch mehr. Es gibt eben noch das Unterbewusstsein neben dem Bewusstsein. Es gibt das erweiterte Selbst, was für mich eigentlich es ist dann im Prinzip das erweiterte Bewusstsein. Es gibt noch die energetische Ebene, es gibt die Herzebene, es gibt die Seelenebene, es gibt ganz viele verschiedene Frequenzen eigentlich. Ja. Und du bist aber gerade sehr in der materiellen Frequenz. Und das Universum möchte, dass du erkennst, dass da eben noch mehr ist als nur dieses Materielle. Oder dass dir ist es wahrscheinlich auch bewusst, vielleicht ist es dir schon bewusst, aber dass du eben dir das immer wieder bewusst machst. Weil es möchten neue Wege gegangen werden. Der Horizont möchte sich erweitern. Es geht hier um eine Bewusstseinserweiterung, auf alle Fälle. Entweder in einer Situation oder aber eben in deinem gesamten Leben. Und vielleicht geht es hier auch um Menschen. Oder um Seelenmenschen oder um einen Seelenort oder vielleicht bist du noch auf der Suche nach dem richtigen Ort, obwohl es scheint ja so, dass das könnte natürlich auch die 10 der Münzen sein, dass du noch auf der Suche nach dem richtigen Ort bist, wo du dich eben verfestigen kannst. Das kann es natürlich auch sein. Das kann ich jetzt hier wieder zweideutig lesen im Endeffekt. Ja, aber da gilt es auch nicht dran festzuhalten und in der Materie zu suchen, sondern sich führen zu lassen. Die Seelengeschichten, sei es, dass es Menschen, Orte, Berufungen, was auch immer ist, das kommt auf dich zu. Da muss man nicht nachsuchen. Das kommt auf einen zu, wenn man eben dass sich das Bewusstsein erweitert, wenn man sich größer macht, wenn man sich weiter macht, wenn man sein Energiefeld vielleicht auch erweitert, ja. Das schaffst du aber im Moment nicht, weil du bist im absoluten materiellen Kopfkino, sage ich mal. Also mit materiell meine ich im irdischen Kopfkino, ja. Du machst dir Sorgen. Du machst dir vielleicht Sorgen, du könntest nicht das erreichen, was du erreichen möchtest. Oder du machst dir Sorgen, du könntest verlieren,
das, was du in der materiellen Ebene erreicht hast. Aber vielleicht geht es tatsächlich mehr darum, dass du dir Sorgen machst, dass du nicht das erreichen kannst, was du gerne erreichen möchtest. Nämlich deinen wahren Ort zu finden, wo du dich wohlfühlst. Und das kann mit einem Menschen sein, das kann ein Ort sein, das kann die Arbeit sein, das kann ein Tier sein, was weiß ich. Ja, das ist das Ding. Und im Prinzip hast du im Feld, ich lese es jetzt nochmal ein bisschen anders, im Prinzip hast du im Feld, dass du das auch, dass du diesen Ort findest. Weil der Ort ist eigentlich in dir. Wenn ich den König jetzt konstruktiv lese, der sagt mir gerade, dass der Ort ist in dir oder die Menschen sind in dir. Und wenn du das erkennst, dann wirst du sie auch im Außen treffen. Und das ist letztendlich auch der Weg, weil der Weg führt ja ins Innere. Der Mond ist ja immer auch das Innere. Dass du erstmal Innenschau hältst und guckst, wo ist mein Zuhause innen drin? Weil du hast innen drin noch kein Zuhause. Und deswegen wirst du auch ständig immer wieder von außen darauf aufgefordert, stillzustehen und hineinzuschauen in dich, weil du in dir drin nicht gefestigt bist, weil du in dir drin kein Zuhause hast. Wenn du in dir drin zu Hause bist, dann findest du auch dein Zuhause im Außen. Also sei es, dass es Menschen sind, der Ort, Berufung, keine Ahnung was noch alles, Hobby. Ja, und dann wirst du es auch sehen. Dann wirst du es nämlich auch sehen. Das ist die Sonne, die sieht es, die macht die Dinge sichtbar. Dann wirst du das, was unsichtbar ist, auch sichtbar sehen, weil in dem Moment, wo du dein Zuhause in dir drin findest, dann siehst du es auch im Außen. Ja, das ist eigentlich hier diese Linie. Und vielleicht bist du tatsächlich gerade sehr in der Materie, hältst die Dinge fest, bist aber gleichzeitig unzufrieden und wirst immer wieder Prüfungen auferlegt hier mit dem Gehängten, kommst nicht weiter, suchst und suchst und suchst im Außen. Dabei ist die Lösung im Innen. Das Zuhause ist immer innen. Die Heimat ist in dir. Die ist nicht im Außen, die ist in dir. Egal um welche Situation es geht. Und das ist der Weg. Und das macht dir aber zu schaffen, weil du sehr im Außen bist im Moment. Du bist im Moment im Außen. Was ja auch okay ist. Habe ich auch Phasen, wo ich sehr im Außen bin. Aber ich hole mich immer wieder zurück und gucke, okay, das ist mein Inneres. Und eigentlich bin ich zu Hause. Und eigentlich geht es mir gut. Was mache ich hier eigentlich für einen Scheiß? Das ist der Gehängte. Der guckt nämlich nach innen. Deswegen hängt er auch verkehrt rum. Damit er Innenschau hält. Damit er sich die Situation mal umgekehrt anguckt. Und er ist gleichzeitig aber auch in der Erleuchtung. Ja, da kannst du in die Erleuchtung kommen, wenn du mal alles verdrehst und dir das mal genauer anguckst und hineinspürst. Hier geht es ums Zuhause ankommen. Auf der inneren Ebene und dann letztendlich auch auf der äußeren Ebene, und zwar im Seelenzuhause, in deinem Inneren und dann eben auch in deinem Äußeren. Und das ist die Energie hier. Und die destruktive Energie ist die, dass du eben sehr im Menschenverstand bist, sage ich es jetzt mal, im Ego-Menschenverstand. Und dass du nicht verstehst, warum du immer wieder Prüfungen auferlegt bekommst. Die sind dazu da, dass du das verstehst. Ja? Okay, dann wollen wir auch hier, weil ich die so schön finde, die passen jetzt zwar jetzt nicht so gut hier dazu, aber egal. Okay, von dem Pastoral-Tarot noch zwei Karten legen. Wir haben ja den Turm. Also hier ist wirklich Aufruhr. Also das Universum, also wenn du jetzt nicht verstehst, wenn du jetzt nicht aus dir verstehst, dass das Prüfungen sind und dass du jetzt eine Kehrtwendung machen musst, dann wird das Universum das so deichseln, dass irgendwas bei dir zusammenbricht und noch heftiger wird. Also deswegen, guck genau hin. Und wir haben die 7 der Pentakel. Oh, da möchte ich gerne ins Buch gucken. Die haben immer so schöne Geschichten. Ich kenne auch nicht alle Karten. Moment. Ich glaube, das ist alles ganz schief hier. Ja, das ist total schön. Hier geht es um Zucchinis. Klar, hätte ich auch erkennen können an der Blüte. Ja, der junge Mann, der hat sich eine Zucchini gepflanzt und hat das sehr liebevoll gemacht, hat sich immer drum gekümmert
und die Verantwortung übernommen und hast du nicht gesehen. Und jetzt ist der Zeitpunkt, wo er mal Pause machen kann, wo er sich mal angucken kann und reflektieren kann, was er sich da erschaffen hat. Ach, der Hund ist so süß. Und darum geht es hier auch. Das Universum bringt dir immer wieder Prüfungen, damit du auch mal innehältst. Damit du nicht immer nur im Außen bist und guckst, es ist schön, sich Dinge zu erschaffen. Klar, in der materiellen Welt, dazu sind wir Mensch, damit wir das leben können. Aber es ist auch wichtig, immer mal Pause zu machen und zu reflektieren und sich auch anzuschauen, was man sich erschaffen hat. Und ob es überhaupt stimmig ist noch. Vielleicht ist es gar nicht mehr stimmig, vielleicht will er lieber Gurken haben, ja, oder weiß ich nicht. Obwohl Zucchini sind schon ziemlich geil. Oder Salat oder Tomaten, ja, also verstehst du, es ist wichtig innezuhalten jetzt, sich anzugucken, was du dir erschaffen hast und zu gucken, ist das immer noch die Richtung oder möchte ich was ändern oder möchte ich jetzt vielleicht auch schon ernten oder es ist wichtig innezuhalten, das ist jetzt ganz, ganz wichtig und dann eben auch zu reflektieren und nach innen zu schauen. In dem Fall ist es jetzt natürlich die Innenschau und nicht auf die Zucchini, weil das Innen ist in dem Fall die Zucchini, genau. Ganz wichtig, weil der Gehängte macht im Prinzip auch eine Innenschau. Er taucht in das Wasser ein und das Wasser ist die Seele in dem Fall natürlich. Oder eben der Mond, das ist ja identisch hier mit dem Mond. So, jetzt gucken wir auch nochmal bei dem Epiphany Soul Oracle Cards von der Marion und der Daniela, ob wir hier auch noch irgendeinen Input kriegen. Wir sind mittlerweile ein bisschen wärmer. Ich kann sie besser mischen. Die waren vorhin so ein bisschen eingefroren. Ja, im Sommer ist es hier heiß, im Winter ist es kalt. Weil die Heizung, die ich hier anmache, die geht nicht bis oben hin zu den Fächern, wo ich die Karten drin habe. Also ich habe es warm, aber die Karten nicht. Die Armen. Nochmal erwachen, hatten wir eben schon. Hatte ich dir aber gesagt, dass es ein Erwachen ist. Und gerade mit dem Turm sowieso hier. Wir haben die Liebe, hatten wir eben auch schon. Und die Leidenschaft, wow, mit dem Feuerpferd. Interessant. Also es geht hier wirklich um ein Aufwachen aus zu verstehen, warum dir Prüfungen gemacht werden und zu gucken. Ich habe ein Blackout, was habe ich denn vorhin alles gesagt? Ich weiß es nicht mehr. Ja, das, was ich vorhin halt gesagt habe, ich weiß es tatsächlich nicht mehr, Leute. Und das ist dann letztendlich auch die Liebe. Ja, hier, die Seele. Sechs der Kelche. Hier geht's, ach, um das Zuhause ging es, genau. Das äußere Zuhause kann zusammenbrechen. Egal, ob es jetzt um Zuhause geht oder um die Arbeit oder um eine Partnerschaft. Das Äußere kann zusammenbrechen, wenn du nicht dein inneres Zuhause findest. Und auf deine Seele und dich nicht im Inneren verfestigst, ja. Und dazu gehört natürlich auch die Liebe und auch die Liebe zu sich selbst. Und dazu gehört natürlich auch das Feuer, weil mit dem Feuer in einem, die Kundalini-Energie ist das ja letztendlich auch, das steigt ja dann auch auf, damit man erwacht. Ich glaube, ich laber jetzt ein ziemliches Durcheinander. Ist aber, das Feuer ist ja die Energie, die eben auch kreativ ist, wenn man sie konstruktiv nutzt. Wenn man sie destruktiv nutzt, kann es sein, dass das eben alles verbrennt, ja. Da muss man natürlich auch aufpassen und deswegen ist es ganz wichtig zu verstehen, dass jetzt der Zeitpunkt ist, dich innerlich zu festigen, damit du im Außen das leben kannst, was zu dir gehört, zu deiner Energie, zu deiner Seele, ja, an Menschen, Situationen, Orten, wie auch immer, ja. Und die Liebe, die ist ganz, ganz wichtig. Gerade jetzt in der Zeit ist die Liebe so, so wichtig. Und Liebe bedeutet nicht, dass man ständig glücklich, also so ständig dieses Gefühl hat, Liebe ist leise. Die Liebe ist leise. Ich bin eigentlich ständig in der Liebe, auch wenn ich wütend bin, bin ich in der Liebe. Man hat manchmal ein falsches Verständnis von der Liebe. Man glaubt immer, Liebe ist weich und ich weiß nicht was. Und Liebe kann auch feurig sein. Ja, Liebe ist, ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll, ist neutral eigentlich. Liebe ist eigentlich neutral, also vom Gefühl her. Und es äußert sich natürlich in unterschiedlicher Weise. Mal liebevoll, mal feurig, mal seicht.
Ja, das darf man vielleicht auch verstehen. Das war jetzt ein Exkurs zur Liebe, der vielleicht gar nicht zur Legung gehört, aber meine Güte, das kam jetzt aus mir raus. Ich glaube, es war jetzt alles sehr verwirrend. Ich habe hier gerade in meinem Hirn wie so ein, ja, als ob ich von einer Minute zur anderen irgendwie, als ob es umgeswitcht hätte und ich wusste eben gerade gar nicht mehr, was ich gelesen habe. Also ganz merkwürdig. Also entschuldigt bitte, wenn ich jetzt ein bisschen chaotisch gelesen habe, aber vielleicht könnt ihr ja trotzdem was mit der Legung anfangen. Okay. Ich werde mich jetzt, glaube ich, auch hinlegen. Irgendwie ist mir gerade schwindelig. Das sind nämlich auch Energien, die dann oft von außen sind, ja. Ganz wichtig, auch darauf zu achten. Okay, ich mache jetzt Schluss, Leute, bevor es noch komischer wird. Spür hinein, ob du hiermit irgendwas anfangen kannst, ob das deine Energie ist, ob du hiermit konform gehst. Wenn ja, dann ist das wunderbar. Wenn nein, leg die Legung weg. Es ist eine allgemeine Legung, die kann ich auf jeden zutreffen. Und wenn du noch eine Frage hast oder eine private Lesung von mir haben möchtest, darfst du mich natürlich gerne anschreiben. AndreaWürk.com ist meine Webseite, da ist meine Telefonnummer, meine ganzen Messenger-Apps, WhatsApp, Telegram, Signal, Streamer. Und du darfst mich über eine von diesen anschreiben. Ja, ich danke dir fürs Mitmachen und für deine Geduld, für mein Chaos hier zum Schluss. Und ich wünsche dir alles Liebe. Tschüss.